Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Ein Unbekannter hat während der Amazonas-Synode im Vatikan mehrere indigene Skulpturen aus Südamerika aus einer römischen Kirche gestohlen. Zu dieser Tat war bereits am Montag ein Video aufgetaucht. Die Reaktion darauf meist fassungslos. Das ist für mich der Gipfel der Dummheit, sagt Jessica Patiacci vom Volk der Harakbut, die Synode berät. Tief getroffen zeigen sich die Indigenen vom Vandalismus, der ihrer Meinung nach ein reines Zeichen der Respektlosigkeit und Intoleranz darstelle. Die Holzfigur, eine sogenannte Pachamama, stellt eine hochschwangere Frau dar und wurde noch vom Papst bei der Eröffnungsmesse der Synode persönlich gesegnet. Ein anonymes Video im Internet zeigt, wie die Figur aus einer römischen Kirche gestohlen und am frühen Morgen im Tiber versenkt wurde. Aus dem Vatikan, Renato Schlegelmilch. Die EU-Bischofskommission COMECE hat heute ihre dreitägige Vollversammlung in Brüssel beendet, mit einer klaren Haltung und Forderung nach einem fairen und inklusiven Umweltschutz. Dabei müssten auch die schwächsten und die begrenzten Ressourcen der Erde berücksichtigt werden, hieß es am Rande der Konferenz. Das Recycling von Materialien sei in diesem Zusammenhang ebenso eine Notwendigkeit. Zudem forderten sie von der Politik verbindliche und effektive Gesetze. Auch in diesem Jahr hat Papst Franziskus wieder zum Gebetstag für Opfer sexuellen Missbrauchs eingeladen. Die Deutsche Bischofskonferenz folgt dieser Einladung. Als Kirche übernehme man Verantwortung für das Unrecht, das Menschen in der Kirche angetan wurde. Als Gläubige wolle man mit dem Gebet Solidarität und Nähe ausdrücken, sagte Bischof Dr. Stefan Ackermann von der Deutschen Bischofskonferenz. Seit nun 4 Jahren findet dieser Tag statt. In diesem Jahr soll er um den 33. Sonntag im Jahreskreis liegen. Das wäre der 17. November. Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland hat der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Roland Lauder als alarmierend bezeichnet. Das Ergebnis gebe allen Anlass, sich zu fragen, ob Deutschland sich wirklich von seiner schwierigen Vergangenheit gelöst hat, schreibt Lauder in der FAZ. Laut Umfrage sind 41% der Deutschen der Meinung, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Zudem wächst die Anzahl der Menschen, die antisemitisches Gedankengut hegen. Dass es diesen Anstieg gebe, hänge auch mit einem Mangel an Bildung zusammen, so Lauder. Insgesamt 1300 Menschen wurden in der Studie befragt. Mehr dazu finden Sie auch auf domradio.de. Die meisten Deutschen wollen selbst über ihre Bestattung bestimmen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des evangelischen Magazins Chrismon. 72% der Befragten erklärten, dass sie die Art ihrer Bestattung vor dem Tod geregelt wissen wollen. Noch wichtiger ist ihnen nur die Klärung des Erbes. Das gaben 76% an. Sich zu versöhnen oder durch Organspende anderen Menschen zu helfen, ist mehr als der Hälfte wichtig. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de